So, meine Lieben, wir haben uns das letzte Mal die Fülle von politischen Systemen angesehen, die es auf der Erde in Gegenwart und Geschichte gegeben hat, natürlich sehr grobschlächtig. Wir haben auch inzwischen etliches Wissen darüber, warum denn so verschiedene politische Systeme entstehen. Die große Vielfalt autoritärer Diktaturen etwa deswegen, weil sie so wenig anspruchsvolle Voraussetzungen zum Funktionieren haben. Totalitarismus entsteht, wenn man eine Gemeinwohlkonzeption a priori durchsetzen will. Und liberale demokratische Verfassungsstaaten entstehen dann, wenn man ein verlässliches Staatswesen an die Leine von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Demokratie, ja vielleicht sogar an die Leine liberalen Denkens legt. Wir wissen also um die Vielfalt von politischen Systemen, wir wissen um die zentralen Gründe, warum es politische Systeme gibt und welche. Was wir jetzt im nächsten Schritt näher zu behandeln haben, ist die Frage, ja, wie wandeln sich denn politische Systeme? Sie sind ja nicht einmal geworden statisch, sondern ganz offenkundig ist da jede Menge von Bewegung. Und wie politische Systeme sich wandeln, das wollen wir uns heute ansehen. Wir blicken zunächst einmal auf die Tatsache, dass politische Systeme ja immer in einer für sie wichtigen Umwelt stehen. Und wenn sich die Umwelt eines Systems verändert, ja, dann verändert sich das System auch, was man auf den Begriff der Koevolution bringen kann. Wir wollen dann blicken auf jene besonders wichtigen und mitunter dramatischen Formen von Wandel, die man Revolution nennt. Und wir wollen dann zu Einzelformen von Systemwandel und Systemwechsel näher ansehen, freilich nicht allzu sehr ins Detail gehen. Was meint Evolution, was meint Revolution, was meint Systemtransformation? Was ist der Anschluss zu jener berühmten Theorie der Verfassungskreisläufe, welche das antike politische Denken bei Aristoteles, Polybios und bei anderen geprägt hat? Und am Schluss wollen wir noch blicken auf scheiternde Staatlichkeit, denn das Scheitern eines Staates ist auch eine Weise, wie sich ein Staat entwickelt. Das ist also das Menü, das es jetzt der Reihe nach intellektuell zu verzehren gilt. Wir fangen an mit dem Blick auf System, Umwelt und Wandel. Und wie alles Wichtige fangen wir auch diesen Gedankengang mit einem Zylinder an. Dieser Zylinder ist unschwer als ein System zu erkennen, das in seine Umwelt irgendwas entlässt, Entscheidungen, allgemein verbindliche Regelungen und jede Menge von Sonstigem und das Emissionsschutzgesetz fallenden Output. Und umgekehrt gehen aus der Umwelt alle möglichen Dinge ins System hinein, Steuern, Abgaben, Gesetzesgehorsam, politische Attentate, was auch immer. Natürlich ist dieses System in eine Umwelt eingebettet und die Umwelt wiederum stellt ein gleich wie komplexes System dar, aus dem etwas herausgeht, in das etwas hereingeht. Natürlich ist auch diese Umwelt wieder in ein System eingebettet, in das etwas, aus dem etwas herausgeht, in das etwas hineingeht. Und natürlich ist auch dieses System eingebettet in eine Umwelt, aber statt dass wir jetzt das russische Puppenspiel ewig weiter ausdehnen, lassen wir es hier summarisch mit einem Oval auf sich bewenden, das sozusagen die äußerste Umwelt ist, die wir für diesen Argumentationsgang betrachten wollen. In dieser äußersten Umwelt, in der Weite der Galaxien und des Universums oder wo auch immer, wandelt sich etwas. Und das, was sich dort wandelt, das wirkt natürlich auf das eingebettete braune System ein. Folglich hat das braune System eine dreifache Herausforderung. Es muss irgendwie auf den Wandel in seiner Umwelt reagieren. Und die drei typischen Reaktionsweisen sind: erstens, man passt sich dem Umweltwandel an. Kein Mensch möchte mehr elektrische Schreibmaschinen kaufen. Ja, dann produziert man lieber PCs, mit denen man eben auch schreiben kann. Zweite Möglichkeit, man weicht aus in Nischen, die vom Umweltwandel noch nicht so richtig betroffen sind. Das heißt, die Bevölkung von Bangladesch, wenn sich der Meeresspiegel um einen halben Meter erhöht und dann ein großer Teil des Landes unbewohnbar wird, sie wird eben irgendwo hinziehen, wo man nicht ersäuft. Oder die Bevölkerung Afrikas, die in den nächsten 40 Jahren um etwa 1 Milliarde sich erhöhen wird, insbesondere die junge Bevölkerung, wenn es in Afrika nicht vernünftige ökonomische Wertschöpfungsketten mit Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, sich auf die Wanderschaft machen, naturgemäß nach Europa. Und in diesen Nischen kann man dann eben weiter überleben, als welches System auch immer. Und die Möglichkeit Nummer 3 ist,
Tja, Ende der Selbstreproduktion. Evolutionäre Sackgasse, ersoffen, verhungert, erfroren, bankrott gegangen als Firma, nicht mehr gewählt als politische Partei, aus dem Parlament geflogen, selbst aufgelöst. Das sind die drei Reaktionsweisen eines Systems, wenn es vom Wandel in seiner Umwelt betroffen ist. Und wenn sich das braune System unter dem Einfluss des Wandels im orangen Oval wandelt, ja, dann wandelt sich die Umwelt des gelben Systems. Das gelbe System kann sich dem Wandel entweder anpassen, es kann ausweichen, was schlecht geht, wenn dieses System ein Staat ist. Denn ein Staat kann relativ selten wandern. Die Jäger und Sammler der vorstaatlichen Zeit konnten das sehr wohl und taten das auch. Oder Ende der Selbstreproduktion. Und das grüne System, das in das gelbe eingebettet ist, das hat die gleiche Herausforderung, wenn das gelbe System sich etwa durch Anpassung gewandelt hat oder verschwunden ist in eine andere ökologische Nische. Auch dieses System muss sich entweder anpassen oder ausweichen in eine andere Nische oder es hört auf zu existieren. Tja, das ist die Dialektik von Umwelt und System und die Fortsetzung dessen, was wir harmlos in der Stunde über Systemtheorie begonnen haben. Jetzt erdern wir das Ganze für unseren Zweck politikwissenschaftlich, es sei das kleine grüne System, das zentrale politische Entscheidungssystem, bestehen aus Parlament, Regierung, staatliche Verwaltung und was eben so dazugehört. Es sei das gelbe System eine Gesellschaft, etwa die deutsche Gesellschaft unter demografischem Wandlungsdruck, unter Migrationsdruck, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in manchen Bereichen verlierend. Das braune sei das internationale System mit oder ohne Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran, mit oder ohne Krieg zwischen Nordkorea und anderen Staaten. Ja, und das, die Ellipse da, das sei die globale Umwelt. Mit oder ohne Kometen, die auf Erdkollisionskurs sich befindet. Mit oder ohne abgrundtiefen Klimawandel. Mit oder ohne gleich welchen sonstigen Katastrophen. Und Sie merken, wie die Systeme dann zusammenwirken. Und dass das alles nicht theoretisch ist, zeigt jede Debatte über die Auslösung von Migration durch Klimawandel auf dem Planeten. Dieses Ganze können wir nun noch präziser ins Sozialwissenschaftliche hineinführen, konkret in das Zusammenwirken von Gesellschaft und politischem System. Das Begriffspaar, das dafür eingeführt worden ist und immer noch sich bewährt, stammt von Karl Marx. Und wo er Recht hat, hat er Recht. Und in dem, was es jetzt auszuführen gibt, hat er ganz ohne Zweifel Recht. Auch Marxens Argument, bei Licht besehen, fängt mit einem Zylinder an. Der Zylinder, da sind zunächst mal drinnen das, was man im Marxismus nennt, die Produktivkräfte einer Gesellschaft. Das ist die Technik, die vorhanden ist und die sich entwickelt. Und das sind die Wissensbestände, das, was die Leute im Kopf haben, ihr Bildungsstand, das, was sie mit ihren mentalen Fähigkeiten erreichen können und was sich ebenfalls wandelt. Abhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand der Produktivkräfte gehen Menschen Beziehungen miteinander ein, die es ihnen erlauben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sodass sie nicht verhungern müssen. Sie arbeiten auf Feldern, leben als Sklaven von ihrem Besitzer, wenn er sie nicht umbringt. Sie schließen Arbeitsverträge mit Arbeitgebern ab oder sie leben im irdischen Paradies des Sozialismus bzw. Kommunismus. Sie gehen also in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand der Produktivkräfte, gehen sie ein, Produktionsverhältnisse, die je nach dem verfügbaren Stand von Technik und gesellschaftlichem Wissen sich eben unterschiedlich ausnehmen. Marx unterschied da die Urgesellschaft von der sklavenhaltenden Gesellschaft, vom Feudalismus, vom Kapitalismus, vom Sozialismus/Kommunismus. Man kann es auch anders unterscheiden, das tut jetzt nicht zur Sache. Wichtig ist, dass Menschen Produktionsverhältnisse eingehen, deren Funktionslogik unabhängig davon ist, wie sie sich wünschten, dass die Wirtschaft funktionieren würde. Es hat eine eigene Funktionslogik, gegen die man zwar vorgehen kann, wie die sozialistischen Staaten gegen die Funktionslogik von Märkten vorgegangen ist, aber dadurch, dass man Regelmäßigkeiten ignoriert, beseitigt man sie ja nicht. Sie haben dann einfach mit einiger Zeitverzögerung zugeschlagen und zum Ruin der sozialistischen Staaten geführt. So, das alles, den Stand der Produktivkräfte und die davon geprägten Produktionsverhältnisse nennt man die gesellschaftliche Basis.
auf der sich dann eben ein politisches System erhebt, wie wir schon in der ersten Stunde unter der Überschrift »Wie entsteht überhaupt Politik? Wie entstehen politische Systeme?« behandelt haben. Es entsteht der Überbau einer Gesellschaft, der institutionelle, der politische, der ideologische Überbau einer Gesellschaft, von dem uns insbesondere die politischen Institutionen interessieren. Diese Institutionen wirken auf die gesellschaftliche Basis zurück. Wenn Sie die Produktionsmittel verstaatlichen, werden Sie eine andere gesellschaftliche Basis haben, als wenn Sie privatwirtschaftlichen Kapitalismus haben, was unmittelbar einleuchtet. Innerhalb des Marxismus gab es eine gigantische Debatte darüber, ob denn wirklich der Überbau auf die Basis zurückwirken könne. Der Blick auf die Wirklichkeit entscheidet diese Debatte leicht. Und zu diesem Überbau gehören nicht nur die politischen Institutionen, sondern auch die gesellschaftlichen Leitideen und Wertemuster, die man alle auch noch systematisieren kann, etwa in offiziellen Lehrprogrammen, in offiziellen Ideologien oder in Religionen fixieren kann, auf diese Weise lehrhaft macht und über Erziehungsprozesse in die emotionale Tiefenschicht von Menschen in ihre Selbstverständigungspraxen einbezieht. Das ist der Überbau. Tja, und solange alles so bleibt, ist es schön und gut. Der Überbau wirkt auf die Basis prägt den Überbau und alles ist herrlich. Harmonisch würden Chinesen sagen. Und Chinesen würden sagen, die Aufgabe von Politik besteht darin, so eine Harmonie aufrechtzuerhalten. Eine Gesellschaft und ihre Wirtschaft gemäß der ihr innewohnenden Funktionslogik zu steuern, wobei man im Chinesischen statt Funktionslogik Dao sagt. Gemäß dem Dao der Dinge muss man Gesellschaft und Politik und Wirtschaft und Kultur steuern. Nun kommt es aber in manchen Gesellschaften dazu, dass sich die Produktivkräfte weiterentwickeln, neue Techniken entstehen, neue Maschinen entstehen, dass sich die Wissensbestände weiterentwickeln. Die Menschen denken anders als vor 100, 200, 500 Jahren, haben andere Bedürfnisse, andere Selbstverständlichkeiten, nutzen auch andere Technik als früher. Kurzum, es entwickelt sich die gesellschaftliche Basis. Neue Produktivkräfte entstehen, neue Produktionsverhältnisse entstehen, deren Funktionslogik wiederum unabhängig davon ist, was die Leute sich angewöhnt haben, für selbstverständlich zu halten. Und dann entsteht das, was man nennt im Marxismus und auch bestimmt noch besser ausdrücken kann, einen Widerspruch. Einen Widerspruch zwischen der Wirklichkeit, die da ist, und jenen Ideen, anhand welcher eine Gesellschaft ihre Lage zu verstehen sucht. Die herrschenden Ideen sind zwar immer die Ideen der Herrschenden, aber Herrschende können ihre gestern errungene Macht ja weiter fixieren, sozusagen als gute Konservative, während die Wirklichkeit, die Produktivkräfte, die Produktionsverhältnisse sich längst weiterentwickelt haben, aber manche Leute verschlafen diese Entwicklung oder sehen zwar diese Entwicklung, wollen aber die bestehenden Wertemuster, gesellschaftlichen Leitgedanken und Strukturen unbedingt aufrechterhalten. Die Wirklichkeit ist weiter als das, was man als Wirklichkeit gerne hätte. Das ist das, was ich nenne Widerspruch, man kann es auch nennen eine Spannung, Zerrkräfte und irgendwann kann es rumpeln. Dann kommt es zu einer Revolution. Und durch die Revolution entsteht oberhalb einer veränderten gesellschaftlichen Basis ein neuer Überbau. Es kann aber auch sein, dass die jeweils Herrschenden klug genug sind zu begreifen, dass nicht alles bleiben kann, wie es ist. Dass Konservatismus keine Lösung von Problemen ist, sondern nur Reformismus, Bestehendes, sicherstellt. Woher ja auch der berühmte Satz kommt, der wahre Konservative ist ein Reformer. Wer will, dass Dinge aufrechterhalten bleiben, muss sich stets sich wandelnden Umweltbedingungen anpassen. Sodass die Frage im Grunde nur lautet, entwickelt man den Überbau weiter durch Reformen? Fußnote, wobei man sich täuschen kann darüber, welche Probleme es durch Reformen zu lösen gilt und welche Probleme wirklich durch welche Reformen gelöst werden können. Man kann also mehr Schaden als Nutzen anrichten und die meisten je reformierten Unternehmen sind anschließend untergegangen. Ende der Fußnote, zurück zum Haupttext. Man hat aber in jedem Fall die Wahl, es mit Reformen zu versuchen. Denken Sie zurück an die Stunde über Pluralismus und Monismus.
mit einer Politik von Versuch und Irrtum zu versuchen, aus den Irrtümern zu lernen und das Bewährte dann bis auf Weiteres beizubehalten. Und wenn man das nicht macht, dann entsteht der erneute Überbau eben durch Revolution. Und das bringt uns notwendigermaßen zum nächsten Thema, nämlich zur Revolutionstheorie. Bevor wir sie durchgehen, meine Frage an Sie: Was gibt es zum bislang Behandelten, was sehr, sehr fundamental ist, nachzufragen? Es gibt nichts nachzufragen und folglich haben wir einen Kampfauftrag, Sie zu guten Marxisten auszubilden, wieder einmal vorbildlich erfüllt. Da war noch eine Frage. Das ist eine rein empirische Frage. Wenn die jeweils Mächtigen das Bildungssystem so prägen, dass immer nur antiquierte Bildungsinhalte vermittelt werden, wenn die Inhaber neuer Gedanken eingesperrt, umgebracht und davor eingeschüchtert werden, wenn nur jene an politische Machtstellen kommen, die das etablierte Wissen reproduzieren und aufrechterhalten, ja, dann geraten die herrschenden Ideen außer Tritt mit den Verhältnissen. Wenn aber Offenheit, Pluralität, Diskussion, Debatten, Lernen aus Streit mit Andersdenkenden zugelassen ist, ja, dann prägen veränderte Umstände natürlich auch das Denken. Und am Schluss kann es gelingen, Überbau und Basis in einer bruchlosen Koevolution gemeinsam weiterzuentwickeln. Also die Antwort auf Ihre Frage ist eine rein empirische. So, kommen wir hier zur Revolutionstheorie. Fußnote für jene, die jetzt schon nach dem Baum der Erkenntnis dürsten. Antagonistische Widersprüche sind solche, die das Verhältnis zu den Produktionsmitteln, die unmittelbar den Kern der Produktionsverhältnisse betreffen. Nicht antagonistische Widersprüche sind jene, die nur mittelbar die gesellschaftlichen Machtverhältnisse ausgedrückt in der Eigenschaft oder Nicht-Eigenschaft von Produktionsverhältnissen betreffen. Und natürlich sind gesellschaftliche Widersprüche unterschiedlich zu handhaben, ob sie an die Basis einer gesellschaftlichen Figuration oder lediglich an ihre Ausziselierungen greifen. Aber das ist jetzt sehr grob und damit zurück zum Hauptstrang des Arguments, nämlich wie funktionieren Revolutionen? Auch Revolutionen fangen einfach an, zwar nicht mit einem Zylinder, sehr wohl aber mit einem Kreis. Dieser grüne Kreis stellt dar die Gesellschaft, in die ein politisches System eingebettet ist. Das ist der gelbe Kreis, das zentrale politische Entscheidungssystem. Jetzt kann sich in der Gesellschaft Folgendes tun: Sie wandelt sich, was das Selbstverständlichste auf der Welt ist. Wenn eine Gesellschaft sich nicht wandelt, ist es meistens so, dass es bestimmte politische und institutionelle Regulationen gibt, die den Wandel stilllegen, in der Regel im Übrigen nicht zum Besten der Gesellschaft. Wandel in einer Gesellschaft kann von außen kommen, dann heißt er exogen, er kann von innen kommen, dann heißt er endogen und das prägt dann die Gesellschaft. Schauen wir mal die einzelnen Wandlungsquellen an. Exogener Wandel in der Umwelt des Systems, kann in der politischen Umwelt sich etwas tun. Ein Nachbarstaat wird aggressiv, etwa die Nachbarn Polens, die Polen dreifach aufgeteilt haben, oder neue Fernwaffen schaffen eine Bedrohung, was mit Blick auf Nordkorea ja nicht ganz unaktuell ist. In der wirtschaftlichen Umwelt kann es Krisen im internationalen Wirtschafts- und Finanzsystem geben, die kehren so sicher wieder wie das Amen in der Kirche. In der gesellschaftlichen Umwelt des politischen Systems kann es dazu kommen, dass der Bevölkerungsdruck in anderen Staaten zunimmt, und folglich die Migration aus ihnen, wohlgemerkt, diese Folie, glaube ich, stammt aus dem Jahr 1999 und ist immer aktuell. Und in einer natürlichen Umwelt kann es zu Klimawandel kommen, zu Überflutungen, zu Erdbeben oder dass Kernkraftwerke, natürlich keine deutschen, in die Luft gehen und dann auch erhebliche Umweltfolgen zeitigen. Das ist Wandel in der Umwelt einer Gesellschaft, der natürlich nicht folgenlos für die davon betroffene Gesellschaft bleibt. Was endogenen Wandel, also aus der Mitte der Gesellschaft betrifft, Wandel, der im System selbst erzeugt wird, da gibt es den technischen Wandel, neue Techniken verändern die Struktur der Arbeitswelt, Digitalisierung ist die große Herausforderung und die große Veränderungskraft der nächsten Jahre, Internet 4.0 und so weiter. Es gibt den wirtschaftlichen Wandel,
Es kann sein, dass eine Gesellschaft die internationale Konkurrenzfähigkeit verliert, etwa wenn ihr der Euro geschenkt worden ist und es sich nicht gerade um die deutsche Wirtschaft handelt, sondern um die spanische, italienische oder griechische. Es kann kommen zur Inflation, was die deutsche Gesellschaft ziemlich stark in den zwei Inflationen nach den zwei großen Weltkriegen geprägt hat. Zum gesellschaftlichen Wandel, der vom Land selbst erzeugt wird, gehört die Überalterung oder politisch korrekt ausgedrückte Unterjüngung. Wenn eine Gesellschaft beschließt, nicht mehr so viele Kinder zu bekommen, wie notwendig sind, um ihre Strukturen aufrechtzuerhalten, was im Durchschnitt 2,3 Kinder pro Frau sind, dann werden zunächst einmal Schulen geschlossen, zumindest auf dem Land. Irgendwann gehen die Handwerker, also die Auszubildenden für Handwerksberufe, irgendwann die Krankenpfleger und die Ärzte, zumal auf dem Lande, aus. Und müssen dann durch Migration ersetzt werden. Und es können sich die Klassenkonflikte in einer Gesellschaft verschärfen. Ob man das nun Klassenkonflikt, soziale Konflikte oder so weiter nennt, muss an der Stelle nicht erörtert werden. Und es kann geben kulturellen Wandel. Alte Wertgrundlagen, auf denen die Gesellschaft beruht, hat und funktionieren konnte, können zerfallen. Etwa ist sowas wie Genauigkeit, Pünktlichkeit, Ordnung nicht mehr angesagt. Cool und lässig ist mit den Sachen umzugehen. Wissen ist Macht, Nichtwissen macht auch nichts. Man kann ja jederzeit im Computer nachschlagen. Und wenn man mal als Maler ausrechnen soll, wie viele Farbe man für eine Wand mit 6 Meter Länge und 2 Meter Höhe braucht, ja, dann findet man bestimmt ein Softwareprogramm, das einem die notwendige Fläche ausrechnet. Dass dann die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft wie zu Zeiten, wo noch die Volkshochschule absolvierende Dienstmädchen die deutsche Rechtschreibung perfekt beherrschte, liegt auf der Hand. Es können sich neue mit dem bisherigen System nicht kompatible handlungsleitende Werte ausbreiten. Das ist das, was die arabisch-islamische Welt mit den westlichen Vordringen nach Napoleons Ägypten-Expedition und nach der Durchdringung der vorderasiatischen Welt durch die Briten und die Franzosen erlebt hat. Es funktioniert die traditionelle Kultur, die traditionelle Staatlichkeit nicht. Man sinkt herab zu Spielbällen der westlichen Imperialmächte. Umgekehrt kann es sein, dass in westlichen Staaten sich auch handlungsleitende Werte ausbreiten. Etwa, dass Frauen geringere Rechte haben als Männer. Oder dass die Bekundung von Religion in der Öffentlichkeit nicht gehindert werden darf. Auch auf Kosten anderer Religionen gehend nicht gehindert werden darf. Das alles kann vorkommen. Ob es vorkommt, in welcher Mischung, ist eine rein empirische Frage. Wenn sich eine Gesellschaft in einer der beschriebenen Weisen wandelt, dann ändern sich die Rahmenbedingungen, in denen das politische System tätig wird. Es ändert sich die Umwelt, es ändert sich die gesellschaftliche Umwelt für das politische System und das politische System selbst gerät unter Druck. Da werden sichtbar Funktionsdefizite des politischen Systems. Dinge, die zu schönen Wetterbedingungen gut funktionieren, wenn es keinen Stress gibt, keine Probleme gibt. Jetzt plötzlich merkt man, es funktioniert nicht mehr alles so wie früher. Es kann sein, dass sich die politische Elite auf ideologische Wunschvorstellungen fixiert hat. Dass also die Ideen der Herrschenden zwar immer noch herrschen, aber nicht mehr zu den neuen Problemlagen passen. Dass also die Inhaber kultureller Hegemonie, wie Gramsci sagen würde, die realen Probleme auf anderen Landkarten verorten, als sie der tatsächlich neuen Problemlage entsprechen würden. Alte ideologische Wunschvorstellungen führen dazu, dass man an bisherigen Sichtweisen festhält, dass das, was politisch korrekt gilt, das muss dann politisch korrekt sein, auch als Lagebeurteilung. Und wenn die Tatsachen anders sind, dann sagt man mit Hegel, ja, umso schlimmer für die Tatsachen, wenn sie die Tatsachen nicht politisch korrekt sind. Es kann sein, dass unter solchen Umständen das politische System seine Responsivität verliert, also seine Fähigkeit, Anregungen aus der Gesellschaft aufzunehmen und umzusetzen. Parteien bemessen ihre politische Rolle eher daran, wie gut sie im Dienst der herrschenden Ideen stehen. Und Parteien, die die herrschenden Ideen kritisieren, die sind ganz furchtbar. Interessengruppen, ja, resignieren. Medien entwickeln weniger Initiative und Kritik. Es könnte ja sein, dass die Obrigkeit ihnen Aufträge vorenthält, dass Politiker nicht mehr zu Interviews kommen, wenn man allzu kritisch über sie berichtet. Es kann sein, dass die politische Klasse Input, also Anregungen, Informationen, Wünsche eher abschottet als sucht. Euch muss ich nicht zuhören, ihr seid das Pack und der Mob.
Ich höre nur intelligenten Menschen zu. Intelligente Menschen sind jene, die so denken wie ich, was die zu sagen haben, aber weiß ich schon, wieso bitte muss ich mich mit euch abplagen? Wir haben Recht, wir tun das Richtige, so wie gestern, so auch heute und so auch morgen. Es kann als Folge dessen wiederum zu Verlust an politischer Steuerungsleistung kommen. Die politische Klasse befasst sich eher mit eigenen Interessen. Wie müssen wir die nächsten Wahlen ansetzen? Welche Themen müssen wir aus dem Wahlkampf heraushalten, damit möglichst nicht die Konkurrenz gewählt wird, sondern wir? Und gesellschaftliche Probleme, ja mein Gott, da kann man ja bloß verlieren. Wenn ich dieses und jenes Thema aufgreife, das stärkt ja die populistische Konkurrenz, dann sprechen wir lieber gar nicht von den Problemen. Wenn wir im Bundestagswahlkampf nicht über Migrations- und Integrationsprobleme sprechen, dann stärken wir nicht die AfD und die Probleme verschwinden dann auch, weil wir uns nicht mit ihnen befassen und sie folglich nicht salonfähig machen. Irgendwann fangen dann die politischen Institutionen an, nur mit großen Reibungsverlusten zu funktionieren. In homöopathischer Dosierung sieht man das derzeit in Deutschland, aber nur in homöopathischer Dosierung. Normalerweise hatte man kurz nach Bundestagswahlen eine neue Regierungsmehrheit. Inzwischen ist man nachgerade dankbar, wenn sich wenigstens jemand für eine Minderheitsregierung findet. Am liebsten wollen ja alle in die Opposition offenbar gehen, vielleicht mit Ausnahme der Kanzlerin. Kurzum, in all diesen Sachen werden Funktionsdefizite des politischen Systems sichtbar. Die Harmonie zwischen Basis und Überbau scheint gestört zu sein. Wenn es aber so ist, dass das politische System keine umweltangepassten Steuerungsleistungen mehr erbringt, keine auf den gesellschaftlichen Wandel reagierenden Steuerungsleistungen mehr vollziehen kann, dann kommt es zur Desynchronisation von politischem Prozess und von Umweltwandel. Das nimmt folgende Formen an. In der politischen Klasse ist man sich uneinig über die Ziele, die man konkret verfolgen soll. Und man kann das auch nicht lösen. Brauchen wir nun für Zuwanderung eine Obergrenze, ja oder nein? Brauchen wir Abschiebungen, ja oder nein? Da haben wir nun mal die und die Prinzipien, an denen halten wir fest. Wäre ja gelacht, wenn wir ausgerechnet zu diesen wichtigen Prinzipien nicht stehen würden. Lieber keine Regierung als eine, wo wir von unseren Prinzipien abgehen. Irgendwann funktionieren unter solchen Umständen die ganzen Schönwetterinstitutionen nicht mehr. Anhaltende Regierungsinstabilität wegen verantwortungsscheuer Parteien war ein Signum etwa der Weimarer Republik, die ja in der Tat am Schluss in einer Revolution geendet hat, in einer freilich, die unserem Land nicht gut getan hat. Irgendwann gelingt dann die friedliche Konfliktbeilegung nicht mehr, die ja normalerweise durch Mehrheitsentscheidungen im Parlamenten und allgemeinen Wahlen vollzogen wird. Die Minderheit sagt, ja, ja, wir haben zwar verloren, wir akzeptieren das Wahlergebnis aber nicht, weil. Die anderen haben zwar folgendes Gesetz gemacht, wir halten das Gesetz aber nach wie vor für falsch. Und lieber gegen das Gesetz richtig handeln, als mit dem Gesetz etwas Falsches tun. Tja, was macht man dann? Verzichtet man dann auf Gesetzesdurchsetzung oder erhöht man das öffentliche Repressionspotenzial, mit welchen Anschlussfolgen, das sind dann die praktischen Fragen. Irgendwann kann es auch dazu kommen, dass die Vermittlung von systemstabilisierenden politischen Wertemustern und Verhaltensweisen bei immer mehr Leuten im Land misslingt. Die Leute führen sich auf wie der Pöbel, die Eliten führen sich auf wie der Adel vor der Französischen Revolution, arrogant auf das Volk herunterblickend, und in den Schlössern schöne Rokokotänze aufführend und glauben, dass irgendwie die Krise der Gesellschaft an ihren Rokoko-Einrichtungen und Salons, in die man ja den Pöbel nicht vordringen lassen darf, vorübergeht. Tja, am Schluss ist alles dafür bereit, es zum großen Krach kommen zu lassen. So, soweit Wandel und Funktionsdefizite. In dieser Lage polarisiert sich die Gesellschaft in der Regel. Sie polarisiert sich zwischen zwei Gruppen. Die einen, die protestieren gegen das, was sich tut. Dieser Wandel muss gestoppt werden. Das, was sich bei uns verändert, das muss korrigiert werden. Das kann man nicht zulassen. Und die anderen protestieren auch, sagen aber im Grunde, die Probleme des Systems sind unlösbar, das System ist das Problem. Wir müssen das System verändern. Denn sonst kriegen wir die Probleme nicht mehr in den Griff.
Ihr Hübschen, ihr dürft euch gerne unterhalten, aber draußen vor der Tür. Borchert lässt grüßen. Also es polarisiert sich die Gesellschaft zwischen denen, die das System beseitigen wollen, weil es nicht in der Lage ist, mit den Problemen fertig zu werden, und jenen, die sagen, ja, der Wandel selbst ist das Problem, der muss gestoppt werden. Auf die Idee, dass man ein System dem Wandel anpassen muss, kommt man dann nicht, wenn alles das entstanden ist, was ich vorhin unter Desynchronisation von politischem Prozess und Umweltwandel beschrieben habe. Diese zwei werden einander immer Spinnefeinder, schweigen einander an, brüllen einander an, können nicht mehr miteinander. Und in dieser Lage einer polarisierten politischen Gesellschaft hängt die weitere Entwicklung stark ab von den Institutionen, die da sind, und stark ab von den Steuerungsmustern, welche die Eliten an den Tag legen. Institutionen einerseits und Elitenverhalten andererseits sind dann die Schlüssel, wie es weitergeht. Schauen wir auf die Institutionen. Nach dem, was man aus der vergleichenden Systemanalyse weiß, sind Institutionen unterschiedlich gut geeignet, um mit Wandel fertig zu werden. In der Regel sind sie ziemlich gut geeignet, um Wandel in der Umwelt zu verarbeiten und sich selbst gemäß diesem Wandel weiterzuentwickeln, die Institutionen einer pluralistischen Demokratie. In der Stunde über Monismus und Pluralismus habe ich Ihnen erklärt, warum das so ist. Man lässt Streit zu. Man empfindet Andersdenkende und die Probleme Anderssehende nicht als Feinde, die man bekämpfen muss, sondern als Leute, die einfach einen anderen Blick auf die Wirklichkeit haben, aus einer anderen Perspektive, und ist offen für den Gedanken, dass der andere womöglich Recht haben könnte, dass man vom anderen womöglich lernen könnte. Also gemäß den Leitgedanken vom Pluralismus will man ja eben sich mit dem Wandel und dem Streit, was geht davor, was lässt sich tun, auseinandersetzen. Man will Politik gründen auf ein Lernen aus Versuch und Irrtum. Und wenn man sich darauf einlässt, hat man natürlich größere Chancen, mit Wandel fertig zu werden, als wenn man sich auf den Justament-Standpunkt stellt: Oh, ich bin klug und weise, ich brauche keinen Rat, die Andersdenkenden schon gleich gar nicht. Und bevor deren Ideen salonfähig werden, setze ich mich gar nicht erst mit Ihnen an einen Tisch und diskutiere gar nicht erst mit Ihnen gemeinsam. Probleme tauchen freilich auf, wenn man die Institutionen so ausgestaltet hat, durch Gewaltenteilung, durch Konsensdemokratie, dass das zentrale politische Entscheidungssystem sehr, sehr konsensabhängig geworden ist. Dass also Mehrheitsentscheidungen schwer zu treffen sind, weil sehr viele Vetospiele überzeugt werden müssen. Dann fängt die informelle Politik zu wuchern an. Man weiß genauso, gemäß den fixierten Spielregeln geht es nur dann, wenn wir uns zuvor informell darüber einig geworden sind, was wir tun. Und das vollziehen wir dann sozusagen gemäß dem formalen Verfassungsinstrumentarium nach. Am Schluss ist das, was in der Verfassung drinnen steht, weitgehend irrelevant. Die informellen Vorab-Einigungen sind das Wichtigste. Das kann so weit führen, dass man sich offen über Verfassungsbestimmungen hinwegsetzt, weil man sagt, die Situation, so wie sie ist, ist eine von der Art, Not kennt kein Gebot, und bevor man inhuman handelt, handelt man lieber gegen geltendes Recht. Schlecht geeignet, um Wandel zu verarbeiten und sich unter ihm weiterzuentwickeln, sind in der Regel die Institutionen einer autoritären Diktatur, wo es eben keine konkurrierende Willensbildung, keine wechselseitige Machtkontrolle und den großen Glauben daran gibt, dass jene, die die Macht innehaben, schon auch wissen, was sie tun. Die einzige Ausnahme sind entschlossen geführte und obendrein kompetent geführte Entwicklungsdiktaturen während ihrer Aufbruchsphase. Wenn eine Gruppe die Macht ergreift, Ideen hat, die in der Praxis funktionieren können, und diese Ideen dann in die Praxis umsetzt, dann kann sich ziemlich viel ändern. Das kann sozusagen einfach mit harter Hand, ansonsten aber unkriminell ablaufen. Es kann aber auch kriminell ablaufen. Schauen Sie die Modernisierung Russlands nach der Oktoberrevolution an. Von Stalin gibt es den schönen Satz: Was ist Sozialismus? Sozialismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Und damit dieses riesige Land elektrifiziert wird, müssen ein paar Opfer gebracht werden. Und da büßten Hunderttausende von Menschen ihr Leben ein, im Dienst der Modernisierung des Landes. Aber es wurde dann freilich auch ein im Vergleich zum alten kaiserlichen Russland sehr modernes Land.
Also, da weiß man nun, mit welchen Institutionen man am besten weiterkommt. Entweder eine gut geführte Diktatur mit einem klugen, lernfähigen Diktator oder die Institution einer freiheitlichen, pluralistischen Demokratie. Was das Steuerungsmuster der politischen Eliten betrifft, ist es so, dass man auch schön sehen kann, dass es abgestuften Nutzen gibt. Am nützlichsten, um mit Wandel fertig zu werden, ist Reformismus. Das ist Wandel, der ein bestehendes System in den bewährten Teilen bewahrt, dieses System aber, und sei es auch durch durchaus drastischen Umbau, auf neue Herausforderungen anpasst. Und das ist der systematische Ort, wo nun der Satz nochmal neu kommen muss. Der wahre Konservative, der wirklich etwas bewahren will, muss stets ein Reformer sein. Denn was sich nicht biegen will, das wird in jedem Fall brechen. Eine zweite Strategie in Krisen sehr nützlich ist die Einbindung der Führer von Protestgruppen in die herrschende Elite. Einesteils kann man auf diese Weise die Responsivität des Systems zielgerichtet steigern. All jene, die sagen, das und das ist falsch und die Reformen müssten gemacht werden, die kann man einbeziehen. Man kann sagen, ja, dann mach mal. Wir sehen ein, wir brauchen Reformen. Versuch du mal dein Glück. Bring mal deine ganzen Netzwerke und Unterstützer ein, damit wir als Land aus dieser Krise herauskommen. Man kann aber auch auf solche Ehrlichkeit und guten Willen verzichten. Dann bindet man die Führer von Protestgruppen bloß aus symbolischen Gründen ein. Die Hoffnung ist, dass jene, die früher glaubwürdig den Systemprotest vor ihren Anhängern verkörpert haben, nach kurzer Zeit als vom System vereinnahmt und korrupt gelten. Dann werden die oppositionellen Gruppen schleichend ihre Führer beraubt und ohne tatkräftige Anführerschaft ist auch eine noch so große oppositionelle Gruppe politisch nicht sonderlich effektiv. Man korrumpiert durch Teilhaben lassen an der Macht und an den Reichtümern, zu denen die Macht Zugang verleiht. Und in der Frühphase hat das eine schöne, symbolisch befriedende Wirkung. Die Leute, die am Vortag noch demonstriert haben, die sagen dann zwei Tage später, ja, unser Demonstrieren hat Erfolge gezeitigt, unsere Anführer sitzen jetzt in der Regierung und ganz gewiss werden sie die Dinge zum Besseren wenden. Auf diese Weise kann man sich als sozusagen untergehende politische Klasse Zeit verschaffen, um sich neu aufzustellen, wenn man noch die Chance hat. Die dritte Strategie heißt auf Edeldeutsch muddling through und auf Normaldeutsch durchwursteln. Auf Edeldeutsch heißt es auch Politik der pragmatischen Aushilfen. Man stopft ein Loch, wo eins aufreißt, reißt natürlich ein anderes Loch dabei auf. Man löst ein Problem, verursacht über die Nebenwirkungen weitere Probleme und ist halt stets im Durchwursteln. Was eine der üblichen politischen Steuerungsweisen in unübersichtlichen Lagen ist. In Deutschland, glaube ich, heißt das seit einiger Zeit auch Fahren auf Sicht. Und die vierte Strategie, die man anwenden kann, das ist die harte Linie. Wir lassen nicht zu, dass der Pack, der Mob, die Proletarier, die Ungebildeten bei uns den Diskurs beherrschen, gar die Macht ergreifen. Wir halten sie draußen und nieder. Anführer ins Gefängnis oder ins Exil. Das kann man versuchen. Das kann auch gut gehen. Muss aber nicht gut gehen. Und langfristig geht es sehr selten gut. Deswegen auch dieser Pfeil. Diese Steuerungsmuster politischer Eliten haben einen abnehmenden Nutzen von oben nach unten. Sollten Sie mal politische Verantwortung übernommen haben, halten Sie sich immer an die Regel, am besten ist es, auf Wandel durch Reformen zu reagieren. Reformismus ist immer das beste Mittel. Und wenn man Unterstützung braucht oder dem Gegner Unterstützung nehmen will, dann ist es klug, die Anführer der Gegner einzubinden. Die harte Linie sollte man nach Möglichkeit nie versuchen, außer wenn es nicht anders geht. Aber dafür sollte man sich strenge Kriterien auferlegen. So, wie geht es weiter mit unserer Revolution? Wir haben den Umweltwandel, wir haben die Funktionsdefizite des politischen Systems, wir haben die Polarisierung der Gesellschaft. Wir haben nun einmal bestimmte Institutionen und bestimmte Steuerungsvorlieben der politischen Eliten. Und das alles prägt nun, wie es weitergeht. Es geht oft so weiter,
dass das zentrale politische Entscheidungssystem seine Autorität verliert. Es wird nicht mehr freiwillig gehorcht, sondern nur noch, wenn die Polizei da ist. Es wird eine Trennung gemacht zwischen öffentlichem Verhalten und privatem Verhalten. Man heuchelt Unterstützung für das System, und wenn die Mächtigen klug sind, wissen sie, dass sie auf die Vertrauensbekundungen am 1. Mai, etwa in der DDR oder in den anderen sozialistischen Staaten, sich nicht wirklich verlassen können. Es kann sein, dass irgendwann so ein System im Wesentlichen durch Repression aufrechterhalten wird. Wie viel am derzeitigen nordkoreanischen System aufrichtige Überzeugung der Bevölkerung ist und wie viel der Repression zu verdanken ist, das werden wir in einigen Jahrzehnten oder, wenn es gut geht, in einigen Jahren besser wissen als heute. Aber viele politische Systeme erhalten sich dann eben durch Unterdrückung aufrecht. Man muss ja nicht alle unterdrücken. Man muss nur jene unterdrücken, die gefährlich werden könnten. Intellektuelle, Leute, die etwas drauf haben. Die normalen Mitläufer, ja mein Gott, die genießen in jeder anständigen Diktatur Narrenfreiheit. Tja, und in einer solchen Lage, es gibt keine belastbare Legitimität mehr. Man hat nur noch Angst als handlungsprägendes Instrument seitens der Regierenden parat. In so einer Lage reicht dann oft irgendein Auslöser. Ein Vorgang, der für sich ganz klein und irrelevant ist. Wie etwa, dass sich in Tunesien unlängst ein Händler auf der Straße verbrannt hat. Und um diesen Vorfall herum entspinnt sich dann politische Dynamik. Und kam es im Beispielsfall zur tunesischen Revolution. Denn so ein Auslöser und das ihm unmittelbar folgende Handeln, das ist mitunter geeignet, die Abschreckungslogik eines auf Repression gegründeten politischen Systems zu durchbrechen. Entsinnen Sie sich zurück an eine der ersten Stunden, als wir über die Vorauswirkung von Macht gesprochen haben, am Beispiel des Folterprozesses, wo allein schon das Vorzeigen der Folterwerkzeuge Verhaltensänderungen auslöst, freilich nur unter der Bedingung, dass man weiß, man wird tatsächlich gefoltert und es ist kein Spaß, die Instrumente vorgezeigt zu bekommen. Das Ganze können Sie jetzt einfach hochzoomen auf die Ebene des politischen Systems. Sobald die Leute in einem politischen System nicht mehr glauben müssen, bei Widerstand würden sie tatsächlich gefangen genommen und verknastet. Sondern es könne Widerstand auch gut gehen. Da schwillt die Zahl derer, die sich etwa zu ungenehmigten Demonstrationen an Montagabenden, jetzt nicht in BRD-Zeiten, sondern zu DDR-Zeiten trauen, dann schwillt die Zahl derer ziemlich schnell an. Also, die Logik dahinter liegt, wenn die Adressaten einer Handlung wissen, dass diese Handlung an sie adressiert, gewiss eintreten und sicher ganz bestimmte Folgen haben wird. Also, wenn die Bürgerschaft weiß, wenn sie sich gegen die Machthaber öffentlich auflehnt, dann schlägt die Polizei zu. Wenn man das genau weiß. Oder wenn der Autor einer Handlung weiß, dass die Adressaten seiner Handlung ganz sicher auf eine bestimmte Weise reagieren werden. Also, wenn ich als Leipziger Parteichef weiß, im Oktober 1989, wenn ich jetzt die Betriebskampfgruppen aufmarschieren und den Bereitschaft gehaltenen Panzer losfahren lasse, dann werden sich die Demonstranten auf dem Leipziger Ring ganz schnell in die umliegenden Häuser flüchten und es werden einfach die Straßen frei sein für die Staatsmacht. Wenn man das weiß, dass das so kommen wird, ja, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass man auf genau diese Handlung zurückgreift. Und wenn jeder weiß, dass genau das dann geschehen wird, reicht es aus, solche Handlungen zu symbolisieren. Man muss die Folterwerkzeuge nur haben und vorzeigen und muss sie nicht einsetzen. Ein naiver Mensch sagt dann, hier wird doch gar keine Gewalt ausgeübt. Siehst du irgendeinen, der gefoltert worden ist? Die haben doch nicht einmal gesagt, die werden gefoltert. Die haben bloß ganz dezent hingezeigt. Da ist die Streckbank und die Daumenschrauben. Wo ist denn da Gewalt, bitteschön? So naiv kann man sein. Als Politikwissenschaftler sollte man diese kindliche Naivität aber irgendwann hinter sich gelassen haben. Also, wenn sicher ist, dass bestimmte Machtmöglichkeiten angewendet werden,
dann reicht es aus, diese Machtmöglichkeiten zu symbolisieren. Wenn man das irgendwann mit dem Symbolisieren nicht mehr bewirken kann, dass der Widerstand zusammenbricht, dann muss man natürlich die entsprechenden Machtmittel auch einsetzen. Wir sind im Sommer 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor dem Kaiserpalast in China, haben sich Zehntausende von Studenten schon seit Tagen in ein Protestcamp eingerichtet. Die Staatsführung sagt, geht doch weg, und sie gehen nicht weg. Panzerrücken an. Tja, was passiert jetzt? Die Studenten glauben nicht, dass die Panzer sie überfahren werden. Und dann überfahren die Panzer etliche Dutzend Studenten. Und der Rest begriff, dass es ernst ist und trollte sich. Hier ist die Abschreckungslogik aufrechterhalten worden. Als Schabowski seinen berühmten Zettel falsch interpretieren vorlas und dann in der Nacht des 9. November unglaublich viele etwa an den Grenzübergang in Berlin-Bornholmer Straße strömten, haben die dortigen Grenzbeamten die Abschreckungslogik des Systems nicht aufrechterhalten. Den Verantwortlichen fehlte der Mumm, das zu tun, was in den Dienstvorschriften drinnen stand, nämlich wirklich auf die Leute zu schießen. Und den Verantwortlichen, die den Befehl hätten bestätigen müssen, fehlte der Mumm, den Befehl zu bestätigen. Wie man inzwischen weiß, sind die meisten einfach abgetaucht. Waren telefonisch für Anweisungen nicht zu erreichen. In dieser Nacht ist die gesamte Abschreckungslogik des DDR-Grenzregimes zusammengebrochen. In der gleichen Nacht fingen die Mauerspechte an, die Mauer scheibchenweise abzutragen. Und ich hoffe, Sie merken, was gemeint ist mit dem Auslöser, mit der Durchbrechung der Abschreckungslogik des Systems. So, wenn es so weit gekommen ist, dann kann es dazu kommen, dass das politische System schnell umgebaut wird. Das machte die späte DDR. Schon im Dezember wird der Artikel 1 der DDR-Verfassung abgeschafft, wonach die Deutsche Demokratische Republik die politische Organisation der Werktätigen zu Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei war. Die alte Führung wird geschasst, freie Wahlen werden dann irgendwann angesetzt und den Rest, hoffe ich, kennen Sie noch aus Familienerzählungen, aus eigener Anschauung, soweit ich das sehe, nur noch die allerwenigsten. Es kann also zu einem raschen Systemumbau kommen. Es kann aber auch sein, dass der Systemumbau entweder ausbleibt oder den Leuten nicht zureichend zu sein erscheint. Dann kann es zu einer revolutionären Erhebung kommen. Mit oder ohne Unterstützung von außen, wie etwa in der russischen Revolution von 1917. Es gibt die Februarrevolution, die eine bürgerliche Regierung an die Macht bringt. Und im November, nach julianischem Kalender, im Oktober gibt es dann die Erhebung der Bolschewiki. Und wie dann der Kampf ausgeht zwischen den Trägern des alten Systems und jenen, die das System stürzen wollen, tja, das hängt ab von den Machtverhältnissen und von der Tatkraft der Akteure. Das ist eine rein empirische Frage. Was die Theorie macht, ist, dass sie das, was im Umfeld von Revolutionen sich ereignet, was sich im Vollzug von Revolutionen ereignet, dass sie das auf einer geistigen Landkarte abbildet. Und bei jeder Revolution können Sie mit diesem analytischen Rechen durch die Fakten durchgehen und das, was sie getan hat, danach sortieren. Sie können das als analytische Kategorien zum Revolutionsvergleich benutzen und damit genau das veranstalten, was ich Ihnen in der Stunde über Systemvergleich vorgeführt habe, wie nämlich Vergleichen funktioniert. Etwa um herauszufinden, wie man Revolutionen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stoppt und wie gerade nicht stoppt. So viel zur Revolution. Nachfragen zur Revolution. Bitte. Es gibt empirische Forschungsprojekte, die genau das versucht haben. Ted Gurr zum Beispiel hat sich darüber sehr verdient gemacht. Aber ehrlich gesagt, nicht alles, was wichtig ist, kann man in der Weise messen, wie Naturwissenschaftler etwas messen, nämlich auf metrischen Skalen. Es existiert aber gleichwohl. Auch Musikalität kann man sehr klar unterscheiden, dass zum Beispiel Thielemann musikalischer ist als weiß der Teufel wer, ohne dass man dafür präzise naturwissenschaftliche Maßzahlen angeben könnte. Folglich ist mein Rat der,
zur Kenntnis nehmen, welche Indikatoren man wie operationalisieren und dadurch messbar machen kann, was der Gegenstand der Methodenvorlesung, Abteilung Forschungslogik ist, aber sich nie auf den Gedanken einlassen, dass nur das, was man messen und zählen kann, wichtig ist. So, schauen wir uns nun einige Begriffe an, damit wir unser politikwissenschaftliches Vokabular auch an dieser Stelle präzisieren, im nötigen Fall erweitern. Zentrale Begriffe für die Analyse von Systemwandel sind die drei, die hier stehen. Das Ergebnis von Evolution, Revolution, Transformation ist Regimewechsel oder Systemwechsel. Und was das alles im Einzelnen bedeutet, das müssen wir uns jetzt ansehen. Was meint Evolution? In der allersimpelsten Bedeutung meint Evolution nicht mehr, als dass bestehende Strukturen schrittweise weiterentwickelt werden. Dass sich Subsysteme von bestehenden Systemen schrittweise entwickeln oder dass Suprasysteme oberhalb bestehender Systeme schrittweise entwickelt werden, wie etwa die Europäische Union aus den europäischen Nationalstaaten, die es im Zweiten Weltkrieg noch gab. Ein anderer Begriff für solche Evolution ist auch Inkrementalismus, schrittweise Veränderung von Wirklichkeit. Das ist ein sehr flacher Evolutionsbegriff im Übrigen. Evolution schon etwas komplexer meint, dass man solchen schrittweisen Wandel vollzieht unter den Bedingungen von Versuch und Irrtum. Das ist das, was wir in der Stunde über Pluralismus uns klar gemacht haben, hinsichtlich seiner Potenziale für institutionelles, für strukturelles, für politisches Lernen. In den Bereich ernsthafter Evolutionstheorie geht der Begriff hinein, wenn man sich klar macht, dass Evolution besteht im Zulassen von Variation, von Veränderung, von Innovation, von Reformen. Und dass dann, wenn einmal Variation da ist, Evolution so weitergeht, dass es einen zweistufigen Selektionsprozess gibt. Erstens lautet die Frage, passt das Veränderte zum Bestehenden? Und oft ist es so, dass das, was nicht zum Bestehenden passt, sich dann auch nicht durchsetzt. Schlag mich tot Beispiel. In Nordkorea kommt jemand auf die Idee zu sagen, Freunde, unsere Lebensmittelversorgung wäre viel besser, wenn wir Marktwirtschaft einführten und die Legitimitätslage wäre viel besser, wenn wir Liberalismus praktizierten. Das sind zwei zweifellos sachlich richtige Aussagen. Sie werden aber mit denen in Nordkorea keinen sonderlich großen Einfluss auf die politische Führungsspitze nehmen können. Solche Ideen passen einfach nicht in das System, wie es, Klammer auf, derzeit, Klammer zu, ist. Also das ist, nennt sich interne Selektion. Und das erlebt man immer wieder bei politischen Reformprozessen. Vieles, was theoretisch möglich wäre, passt nicht zu den bestehenden Rechtsnormen, nicht zu den bestehenden Verfassungsbestimmungen, nicht zu den etablierten Verwaltungsprozeduren. Und folglich macht man es nicht. Und kann deswegen auch mancherlei Probleme nicht lösen, weil Innovation nicht möglich ist, aufgrund des konservativen, trägen Charakters der bestehenden Strukturen. Wenn nun eine Neuerung sich durchgesetzt hat, also die Hürde der internen Selektion passiert hat, da muss sich das Veränderte in der Wirklichkeit bewähren, in der Umwelt, in der veränderten Umwelt. Das nennt sich externe Selektion. Etwas Verändertes bewährt sich oder eben nicht. Man will eine Partei attraktiver machen, indem man Schnuppermitgliedschaft oder dies oder jenes einführt, Liquid Democracy und so weiter. Und dann sieht man, ob sich das bewährt. Wenn ja, übernehmen es die anderen Parteien oft auch oder andere Institutionen. Wenn nein, naja, dann lässt man es sein, weswegen auch die meisten Reformen verpuffen. Oder man hält daran fest und schadet sich selbst, weswegen reformierte Unternehmen gar nicht so selten bankrott machen. Bei all diesen Veränderungen, Reformen mit interner und externer Selektion, gibt es niemals Erfolgsgarantie. Die gibt es ohnehin nicht. Lediglich bei Gemeinwohlvorstellungen a priori glaubt man an Garantien des Erfolgs wegen wissenschaftlicher Weltanschauung, göttlicher Offenbarung, Klugheit des politischen Führers. Sondern
jede System- und Institutionenevolution vollzieht sich unter dem Risiko, in Sackgassen zu geraten. Also mehr Schaden als Nutzen anzurichten und am Schluss kaputt zu gehen. So wie die sozialistischen Staaten mit ihrem Versuch, durch Vergesellschaftung der Produktionsmittel eine neue zukunftsträchtige Gesellschaftsformation herbeizuführen, in eine evolutionäre Sackgasse geraten und allesamt in ihr zugrunde gegangen sind. Evolution, so beschrieben und jetzt schon sehr theoriehaltig beschrieben, ist ein Prozess, der kontingent ist. Kontingent ist das, was weder notwendig ist noch unmöglich ist. Also mit gleich welchen Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 sich ereignen kann. Aber nicht alles ist möglich oder nicht für alles, was möglich ist, gibt es die gleichen Zufallschancen, sondern das jeweils Bestehende prägt das, was werden kann. Sowas nennt sich Pfadabhängigkeit. Der Lebensabschnittsgefährte, mit denen Sie sich gestern nicht verabredet hatten, mit dem haben Sie heute noch keine belastbare soziale Beziehung. Die Kinder, die vor 10 Jahren nicht geboren worden sind, die werden künftig auch nicht da sein. Der Fuß, den Sie bei einem Verkehrsunfall verloren haben, der wird nicht wieder nachwachsen. Also Ereignisse, die gewesen sind, prägen das, was heute und in der Zukunft möglich ist. Sowas nennt sich Pfadabhängigkeit und muss bei der Betrachtung von Systemwandel auch immer mitbedacht werden. Pfadabhängigkeit meint Folgendes. Irgendeine Entwicklung fängt an zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann betrachten wir sie weiter zu folgenden Zeitpunkten. Ob es sich um Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte handelt, tut fürs Argument nichts zur Sache. Am Anfang ist sozusagen noch alles möglich. Theoretisch, wie nach dem Urknall alles möglich war. Schon als die Bundesrepublik Deutschland gegründet war, war nicht alles möglich. Da gab es den moralischen Bankrott der Nazis, gab es die Eroberung und Verkleinerung Deutschlands und so weiter. Es war nicht alles möglich, aber es war eben doch vieles möglich. Aus dem werden dann Entwicklungen, die auf bestimmten Entwicklungspfaden vonstatten gehen. Sie kommen an Punkte, wo es so oder anders ausgehen kann. Beispiel, die erste deutsche Bundestagswahl hat unglaublich viele Parteien in den ersten Bundestag gebracht. Das sah fast so aus wie der Weimarer Reichstag. Es war schwierig, eine Regierung zu bilden. Mit einer einzigen Stimme Mehrheit kommt der Bundeskanzler Adenauer an die Macht. Angenommen, das wäre ein Naivling gewesen und hätte er sich selbst nicht gewählt, wäre die erste Regierungsbildung nicht so einfach gelungen. Und wer weiß, ob wir dann das ausgeprägt hätten, was wir inzwischen Kanzlerdemokratie nennen. Also es gibt immer wieder, warum auch immer, und das ist jetzt nicht Gegenstand dieser Vorlesung, sondern einer anderen, es gibt Stellen, wo es so oder anders weitergehen kann. So etwas nennt sich eine kritische Weggabelung. Je nachdem, wie es dort weitergeht, ja, kann der Pfad so verlaufen wie der rote oder wie der orange. Bei T1 geht es auseinander und dann sind es verschiedene Pfade. Bei T3 hätte niemand gedacht, dass am Schluss alles auf das Gleiche hinausläuft. Bei T4 kommen die Pfade wieder zusammen. Es kann so gehen. Bis T3 schaut es aus, als liefe es in ein und dieselbe Richtung, Pustekuchen und so weiter. Es kann auch so sein, es kommt ganz was anderes raus. Das heißt, wenn wir Systementwicklung verstehen wollen, müssen wir begreifen, dass es immer wieder Entwicklungspfade gibt, aus denen man schwer ausspuren kann. Die sozialistischen Staaten konnten etwa jahrzehntelang nicht ausspuren aus der Tatsache, dass die Sowjetunion sie kontrollierte. Lock-in nennt sich das auf Fachchinesisch. Es gibt immer Lock-in-Situationen, wo die Zukunft verriegelt ist. Aber aus gleich welchen Gründen entstehen dann immer wieder Situationen, wo die Wirklichkeit plastisch wird, wo Alternativen auftauchen und wo es dann tatsächlich von den Handlungen der jeweiligen Akteure abhängt, ob so oder anders weitergegangen wird. Am Schluss kann dann eine große Vielfalt von Strukturen da sein, von denen man im Rückblick sagen kann, warum es genau so gekommen ist. Der naive Mensch würde dann sagen, ja, ja, es musste doch aus dem Anfang bei T1 C entstehen, wenn er eben die Entwicklung A, B und D nicht kennt. Aber kein Mensch ist verpflichtet, so naiv zu sein.
Es gibt immer Alternativen. Und das, was jeweils geworden ist, ist nicht notwendigerweise geworden. Es hätte alles auch anders kommen können. Daraus folgt aber nicht, dass in jeder beliebigen Situation alles möglich ist. Es gibt Situationen der Verriegelung des Lock-in. Und der Versuch, die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1961 herbeizuführen, der wäre von völliger Aussichtslosigkeit gewesen. Erst als die Sowjetunion beschlossen hatte, ihre westlichen Vorposten aufzugeben, war es möglich, dass sie Unabhängigkeit gewonnen haben. Sowas nennt sich Pfadabhängigkeit. Als Pfadabhängigkeit entfaltet sich Geschichte. Und wann immer wir über Systementwicklung nachdenken, sollten wir daran denken, es gibt immer wieder kontingente, vom Zufall geprägte Abzweigungen. Es gibt immer wieder nicht vorhersehbare Ergebnisse. Es gibt aber Entwicklungspfade, die man im Nachhinein wie logisch, wie selbstverständlich, wie alternativlos wahrnimmt, obwohl sie es nicht gewesen sind. Und wenn man hier falsch über Geschichte nachdenkt, kommt man zu falschen Einschätzungen dessen, was an politischen Systemen geworden ist und werden könnte. Und dann denkt man sich Welten zusammen, die weder je existiert haben, noch die Chance haben, je zu existieren. Diesbezüglich ist Machiavellis Vorwort zum Principe sehr zu empfehlen, wo er schreibt, er verfasse einen Text für Leute, die verständig sind und nicht für jene, die in ihren Gedanken politische Systeme errichtet hätten, die kein Auge je gesehen hätte, noch je erblicken werde. Er betrachte die Tatsachen und wie aus den Tatsachen sich die Dynamik politischer Entwicklung ergäbe. Keineswegs vollzieht sich Geschichte so, wie manche Leute glauben, nämlich, dass sie auf ein unabänderliches Ziel zuführe. Etwa die Geschichte politischer Systeme strebt von der Urgesellschaft über verschiedene Diktaturen unweigerlich zur freiheitlichen Demokratie hin. Das ist der Weg, den die Welt nimmt. Zum letzten Mal war dieses Gerücht im Umlauf, als die Sowjetunion zusammengebrochen war. Da schrieb ein amerikanischer Kollege einen Essay, den er dann zum Buch aufgeblasen hat, vom Ende der Geschichte, denn jetzt habe sich gezeigt, dass der einzige politische Systemtyp, der leistungsfähig sei, der westliche liberale Staat mit seiner neoliberalen Wirtschaft sei. Die Geschichte sei ans Ende gekommen. Grotesk falsch. Die Geschichte hat kein vorgegebenes Ziel. Und es kann sehr wohl sein, dass demokratische Verfassungsstaaten eine liebenswürdige 300-jährige Ausnahmeerscheinung in der Geschichte des Regierens sind, die man in 500 Jahren genauso betrachtet, wie wir heute den absolutistischen Staat betrachten. Naja, hat es mal gegeben, ist wieder vergangen, warum auch nicht. Also bei der Betrachtung von politischem Wandel nie daran glauben, dass es einen Sinn oder einen festgelegten Ablauf der Geschichte gäbe. Diese Haltung, die ich gerade kritisiert habe, nennt sich Historizismus. Das ist eben die Irrlehre, dass Geschichte einen objektiv notwendigen Lauf nehme. Aus dieser Irrlehre kann man dann einige Folgerungen ziehen, die dann politisch höchst relevant geworden sind. Man kann den notwendigen Verlauf der Geschichte objektiv erkennen. Und das Ziel der Politikwissenschaft, überhaupt der Sozialwissenschaften, besteht darin, den objektiv notwendigen Lauf der Geschichte zu erkennen. Wenn man den dann erkannt hat, was das Ziel der Sozialwissenschaften sei, dann weiß man, was in der jeweiligen Zeit politisch zu tun ist, weil man weiß, wie es weitergehen wird. Und folglich kann man im Ablauf der Geschichte seinen Platz und seine zeitgenössische Pflicht erkennen. Politik soll die Einsichten einer solchen Geschichtsanalyse beherzigen, auf der Grundlage einer solchen wissenschaftlichen Weltanschauung, die den Gang der Geschichte einbeschließt, das geschichtlich objektiv Notwendige herbeiführen. Und damit sind wir wieder beim guten alten Bekannten des Gemeinwohls a priori angekommen. Denn wenn die Geschichte einen objektiv notwendigen Lauf hat und die Wissenschaft den objektiv notwendigen Lauf der Geschichte erkennen kann, dann kann man auch erkennen, was in einer bestimmten Situation objektiv gut ist. Und kann sich die ganze Debatte mit Andersdenkenden sparen. Weil man ja weiß, dass sie Unrecht haben müssen. Achtung! Verwechseln Sie bitte nicht, wie leider so viele, den Historizismus mit dem Historismus. Hier habe ich selbst bei hochmögenden Kollegen die groteskesten
Sprach- und Denkfehler schon erlebt. Der Historismus ist eine geschichtswissenschaftliche Schule, eine geschichtswissenschaftliche Epoche, zweite Hälfte 19. Jahrhundert bis erstes Viertel, ja knapp erste Hälfte 20. Jahrhundert für manche nationalen Geschichtskulturen. Also eine geschichtswissenschaftliche Schule und Epoche, welche ihren Gegenstand möglichst genau beschreiben und eine Zeit aus sich selbst heraus verstehen wollte. Nicht mit von außen herangetragenen Bewertungsmaßstäben, sondern eine Zeit so verstehen wollte, wie sie sich selbst verstand. Das gilt heute als ganz und gar unmöglich. Ja, nicht die DDR aus sich selbst heraus verstehen. Ja, nicht den Nationalsozialismus aus sich selbst heraus verstehen. Nö, nö, die richtigen Maßstäbe sind jene, die wir haben, die wir von außen herantragen. Das ist eine nicht-historistische Haltung, die auch etliche Vorzüge hat im Übrigen. Denn es ist dann nicht so, als ob Menschen bloß, weil sie zu einer bestimmten Zeit leben, das, was in ihrer Zeit tatsächlich den Gang der Dinge prägt, wirklich gut erkennen können. Ich meine, die einzelnen Punkte auf einem impressionistischen Gemälde, die einzelnen Farbkleckse, die verstehen die Struktur des Gemäldes natürlich wesentlich schlechter als ein Beobachter, der von außen auf das Gemälde blickt. Falls denn Farbkleckse überhaupt ein Bewusstsein des Gemäldes haben können, dessen Teil sie sind. Soviel zum Historizismus, der falsch ist. Das, was richtig ist, nennt sich Teleonomie. Das sei noch kurz angerissen. Den Unterschied zwischen Teleonomie und Teleologie versteht man am besten so wie den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Das eine ist pure Unsinn und das andere funktioniert wirklich. Wie jedes in den Weltraum schicken von irgendwelchen Sonden zeigt. Denn wären unsere Vorstellungen vom Lauf der Gestirne falsch, dann müssten wir schon glauben, dass es weiterhin das berühmte Studio von Kubrick gibt, in dem angeblich die Mondlandung gefilmt worden ist. Aber wir können wirklich Sonden inzwischen zum Jupiter schicken. Und unsere astronomischen Kenntnisse stimmen offenkundig. Teleologie meint, und das ist eben genauso falsch wie Astrologie, ein System trägt sein Ziel in sich. Ein Mensch hat ein bestimmtes Ziel, auf das hin lebt er. Und folglich hat jedes System eine notwendige Entwicklungsrichtung, eine notwendige Geschichte, das, was wir vorhin ausgesprochen haben. Die BRD hat eine ganz bestimmte Zielsetzung, dergemäß muss sie agieren und ihre Politik machen. Und das alles ist nichts anderes als romantische Fantasie, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Das, was es gibt, ist Teleonomie. Ein System hat eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Funktionslogik, welche die Chinesen, ich sagte schon, Dao nennen würden. Die Freiheitsgrade dessen, was werden kann, was also an Innovation die Hürde innerer Selektion und dann äußere Selektion überschreitet. Die Freiheitsgrade dessen sind also eingeschränkt. Nicht alles ist möglich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Viele schon, aber eben nicht alles. Es kann ein System nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt alles andere werden. Und folglich ist die Entwicklung von Systemen, auch von politischen Systemen, nicht notwendig. Kein notwendiger Weg zur Demokratie. Kein notwendiger Weg in Totalitarismus. Sie ist kontingent, aber bei aller Kontingenz, sie ist pfadabhängig. Man kann nicht nach Lust und Laune politische Systeme konstruieren und weiterentwickeln. Der Anschlussbegriff wäre jener der Plastilin-Theorie der Politik. Jeder weiß, was Plastilin ist, eine Knetmasse, aus der knetet man das, was man sich vorstellt. Und so stellen sich manche Leute das Politikmachen, das Ausgestalten von Systemen vor. Wir haben eine Idee, eine Vision, und nach der kneten wir nun die Wirklichkeit. Und wenn sie am Schluss nicht ganz so aussieht, wie man will, ja, dann hat man nicht gut genug geknetet oder die Falschen haben geknetet oder sie hat nicht genug Zeit oder leider Gottes das Material noch nicht bereit. Dann war es eine gute Idee, die bloß schlecht ausgeführt worden ist. Die Konkurrenztheorie ist die sogenannte Biotop- oder Soziotop-Theorie der Politik. Jeder weiß, was ein Biotop ist, ein komplexes Wirkungsgefüge, das schon zu durchschauen sehr schwer ist, in das man durchaus eingreifen kann, aber dann in der Regel mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Weswegen wir inzwischen begriffen haben, dass so etwas wie Biotopschutz etwas sehr Wichtiges ist. Biotopschutz, Biotopvernetzung und so weiter. So sollten Sie sich politische Systeme vorstellen. Sie sind mindestens genauso komplex wie Biotope. Und man sollte bei aller Notwendigkeit zu reformieren, nicht nach Lust und Laune in ihnen herumfuschen. Eingreifen muss man schon immer wieder. Aber bloß weil ich glaube, dass ein bestimmter Eingriff was Gutes bewirkt, muss er das noch lange nicht tun.
Auch da gibt es ein schönes Shakespeare-Zitat, glaube aus dem König Lear. Ob du das Rechte tust, errate ich nimmer. Wer bessern will, macht oft das Gute schlimmer, sagte eine von Lears Töchtern zu ihrem Vater, als er sich auf dem Weg in die Katastrophe begab, wenn ich es recht in Erinnerung habe. So, Evolution tut sich also oder lässt sich leicht erschließen, im Nachhinein erschließen, als ein Prozess des institutionellen Lernens. Und solche Lernprozesse zu verstehen und aus ihnen für jeweils aktuelle Politik zu lernen, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben der Politikwissenschaft und von Politikwissenschaft lernen. Wir können nur dann der Praxis was Nützliches sagen, wenn wir wissen, wie das Biotop von Politik und von politischen Systemen unter welchen Bedingungen wie funktioniert und welche Eingriffe folglich welche Folgen haben werden und verantwortbar sind. Soviel zur Evolution. Revolution haben wir schon vielfach besprochen, das können wir kürzer machen. Revolution meint die tiefgreifende Umgestaltung eines politischen Systems samt dem Austausch der obersten Schichten seiner politischen Eliten. Das ganze System wird umgebaut und die obersten Elitenschichten werden beiseite geschafft, ab und zu auch aus dem Leben geschafft. Zu unterscheiden ist somit Revolution von anderen Dingen, die man leider oft Revolutionen nennt, obwohl sie keine tiefgreifende Umgestaltung des politischen Systems bringen und auch nicht die obersten Schichten der politischen Eliten austauschen. Etwa bei einem Staatsstreich. Da kommt halt einfach eine andere Clique an die Macht und spielt dasselbe Machtspiel weiter, das es zuvor gab, in Simbabwe derzeit zu besichtigen. Ein Putsch, naja, da wird der oberste Macker ausgetauscht. Die Mechanismen bleiben die gleichen. Eine Palastrevolution, wo man halt jene, die in einem Palastsystem, wo es also ein zentrales politisches Entscheidungszentrum gibt, von dem aus der ganze Rest des Landes gesteuert wird, die halt dort den alten Sultan umbringen und den neuen Sultan oder byzantinischen Kaiser installieren. Ja, am System und seiner Funktionsweise ändert sich höchstens insofern was, als dass der Neue tüchtiger oder weniger tüchtig als der Vorgänger sein kann, was dann freilich schon einen Unterschied machen kann. Der Ausgangspunkt von Revolutionen ist in der Regel eine Systemkrise, wobei Systemkrisen auch sehr zufällig eintreten können. Also die Selbstverbrennung des tunesischen Händlers, zu deren Spätfolgern der Bürgerkrieg in Syrien gehört, ist ziemlich zufällig eingetreten. Das ist so etwas, was die Chaostheorie an einer bestimmten Stelle, an einer berühmten Stelle so beschrieben hat: Es kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in einem Teil der Welt vollzogen, in einem anderen Teil der Welt einen Wirbelsturm auslösen. Wenn dort rein zufällig Wirkungsketten in Kraft gesetzt werden, an deren Ende Kloster steht. Genauso, wenn Sie in den Alpen Ski wandern, kann ein geringfügiges Abweichen von einer halbwegs befestigten Piste ein Schneebrett auslösen, eine Lawine auslösen. Tja, und den Weg zu Allah bei einer nennenswerten Anzahl von Skitouristen auslösen. Also es kann Zufall sein, der dann über große Hebelwirkungen zu gigantischen Konsequenzen führt. Und ob eine Revolution friedlich oder gewaltsam vollzogen wird, das hängt ganz von den je besonderen Umständen ab. Der Satz ist deswegen wichtig, weil inzwischen manche bezweifeln, dass die DDR wirklich in einer Revolution geendet hat. Es ist ja kaum jemand aufgehängt worden. Gut, es haben sich ein paar wenige, ich glaube so ein Dutzend führende SEDler und NVAler umgebracht. Aber für eine anständige Revolution wie die französische oder die russische ist das doch alles vernachlässigbar. Also nicht der Grad der Gewalt, des Blutigseins unterscheidet eine Revolution von anderen Formen von Systemwandel. Das Kriterium für Revolution ist, dass das System tiefgreifend umgestaltet wird und dass tatsächlich die obersten Schichten seiner Eliten ausgetauscht werden. Was haben wir noch? Transformation haben wir noch. Transformation bei einem Prozess, in dem nach einem revolutionären Regimewechsel, oder
indem in einem sehr raschen evolutionären Prozess, wo viele Innovationen kommen, die auch anschlagen, welche die inneren und äußeren Selektionshürden schnell überwinden, die tatsächlich ein bestandsfähiges, verändertes System hervorbringen, wo also nach einem sehr raschen evolutionären Prozess die gesamte politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Struktur einer Gesellschaft entweder insgesamt oder immerhin in wesentlichen Teilen umgeformt wird. Das meint Transformation, also kein Geheimnis. Davor gibt es Revolution oder rasche Evolution und die gesamte Gesellschaft wird zumindest in wesentlichen Teilen umgewälzt. Wie das den realsozialistischen Staaten widerfahren ist und wie das im Einzelnen geht und was da wichtig ist, da gibt es umfangreiche Theorien. In Deutschland hat sich Wolfgang Merkel darum besonders verdient gemacht und das sei deswegen ausnahmsweise einmal angegeben. Was haben wir noch? Regimewechsel und Systemwechsel. Schauen wir mal die wichtigsten oder wichtige Formen davon an. Führen wir dazu noch einen Begriff ein. Die Unterscheidung zwischen Regimewechsel und Systemwechsel. Regimewechsel meint die Veränderung des politischen Systems. Also würde man bei uns das präsidentielle Regierungssystem einführen, dann hätten wir einen Regimewechsel. Das System könnte gleichwohl das Gleiche bleiben. Systemwechsel meint auch, dass die sozioökonomische Basis des Überbaus mit umgeformt wird. Dann verändert sich nicht nur das Regime, also der Überbau, sondern auch das gesamte System. Naja, und die wichtigsten Formen haben wir schon gesehen in der letzten Stunde. Ein freiheitlicher Verfassungsstaat kann verfallen, er kann durch eine autoritäre Diktatur ersetzt werden. Es kann Totalitarismus aufgebaut werden und irgendwann wieder abklingen, wie in der letzten Stunde beschrieben. Es können sich autoritäre Diktaturen, wie auch auf einer Folie gezeigt, zu freiheitlichen Verfassungsstaaten wandeln. Das Ganze ist aus der Antike bekannt als Verfassungskreislauf. Freilich mit anderen Begriffen und in anderer analytischer Tiefe bei Polybius und bei Aristoteles, aber das ist das, was gemeint ist. Eine weitere wichtige Form von Regime- und Systemwechseln kennzeichnet die heutige Zeit und das ist das Scheitern von Staaten. Und wir haben uns also die Frage vorzulegen, warum vollzieht sich mancher Systemwandel so, dass Staaten zusammenbrechen? Die Staaten brechen selten in Europa zusammen, sehr häufig inzwischen aber in Afrika. Und einer der zentralen Gründe dafür ist, dass im Kolonialismus und Imperialismus die europäischen Formen von Staatlichkeit, ihrerseits im 16. Jahrhundert entstanden, die europäischen Formen von Staatlichkeiten auf Gesellschaften übertragen worden sind und dort regelrecht aufgepfropft worden sind, wo es weder die Notwendigkeit für einen westlichen Staat gab, wie etwa in Afghanistan bis heute es die Notwendigkeit dafür nicht gibt, noch die Voraussetzungen gab für jene Verfestigung der gesellschaftlichen Zustände, die wir eben mit dem Renaissance-Begriff lo Stato als Staat bezeichnen. Es kann sein, dass überhaupt die Idee, dass es eine feste Einheit von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt geben sollte, dass diese Idee fremd ist. Sie wird übrigens heute auch wieder fremd. Hinter der Forderung No Borders, No Nations verbirgt sich genau ein Denken nicht vom Staat her, sondern gegen den Staat. Keine Grenzen mehr, keine Abgrenzung von Staatsvölkern, von Staatsgebieten und so weiter. Das ist das, was man heute als mangelnde oder gegebene Governmentality bezeichnet. Kommt vom Französischen. La Gouvernementalité, die Mentalität, die notwendig ist, damit man wirklich Menschen stabil und idealerweise dann auch freiheitlich regieren kann. Und das trifft eben diese Fremdheit der westlichen Staatsidee auf fast ganz Afrika und auf Teile Asiens zu, wobei eben Chinesen ein anderes Staatsmodell als die Europäer haben, eines, das sehr gut funktioniert und nach den Modernisierungswirren des 19. und größtenteils des 20. Jahrhunderts die Chinesen auf den Weg zur Weltvormacht gebracht hat. In anderen Teilen der Welt aber bricht dann die dortige Quasi-Staatlichkeit zusammen, wenn die materielle und militärische Unterstützung der Eliten, die solche Staaten führen, irgendwann schwindet. Etwa, weil der Ost-West-Konflikt vorbei ist und weder die Sowjetunion ihre Protektorate schützt, noch der Westen seine Protektorate weiter durchfüttert. Es kann auch sein, dass Staaten deswegen zusammenbrechen, obwohl sie eigentlich sich weiterentwickeln könnten, weil einfach jene Zeiten zu kurz sind, in denen sich sowas wie feste politische Ordnung verfestigen könnte, wo sie noch nicht von externen Schocks und Bedrohungen überfordert wird, wo sie erst die Selbstverständlichkeiten von staatlichen Denkern, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter einschleifen. In Europa muss man schon sehen,
dass Staatlichkeit erst dann eine Chance hatte, als die ganzen Invasionen von Europa aufgehört hatten, die ja mit den Germanen begannen, die das Römische Reich kaputt machten, wo dann die Invasionen der Ungarn kamen, davor der Hunnen, dann die Ungarn, dann die Normannen, die Mongolen und dann die Osmanen. Definitiv erst nachdem die Osmanen definitiv keine Bedrohung für Zentraleuropa mehr waren, entsteht dort der moderne Staat mit aufgeklärtem Absolutismus, damit Liberalismus, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Jener Staat an der Spitze der internationalen Hackordnung, der sich seiner Selbstvervollkommnung deswegen widmen konnte, weil der ganze Rest der Welt ihm machtmäßig unterlegen war, bis die Europäer in den zwei Weltkriegen sich selbst um ihre Vormachtstellung brachten. Dort, wo es keine solche geschützte, machtgeschützte Entwicklung gibt, entsteht auch sowas wie der europäisch-westliche Staat nicht. Weltweit sieht man hingegen Befreiungskriege, sozialistische Revolutionsversuche, Invasionen von Nachbarstaaten, Bevölkerungsdruck, Zerstörung des traditionellen Sozialgefüges durch neue industrielle und urbane Siedlungen, also die Metropolitisierung, Metropolitanisierung wäre das bessere Wort, insbesondere von Gegenden in der Dritten Welt, diese Megastädte mit ihren entsetzlichen Slums und so weiter, das prägt jene Teile der Welt, wo die Bevölkerung weiterhin wächst. Und dass unter solchen Spannungsverhältnissen Staatlichkeit, insbesondere sowohl geordnete Staatlichkeit wie die westliche, nicht entsteht, das versteht man leicht. Es kann auch sein, dass es genau während der Übergangsperioden, wo man versucht, einen neuen Staat aufzubauen oder einen festen Staat aufzubauen, ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen den Nutzen von Staatlichkeit und den Kosten von Staatlichkeit gibt, wovon ich ja in der Stunde über die Entstehung des Staates ja gesprochen habe. Afghanistan ist ein schönes Beispiel. Der Westen will dort unbedingt einen Staat aufbauen. Das kostet unglaublich viel. Die Zentralregierung muss die Stammesgewalten sozusagen um ihre jahrhundertealte Autonomie bringen. Der Westen steht bei, richtet lauter Kollateralschäden an durch Bombardements und so weiter. Das sind die Kosten der Durchsetzung von Staatlichkeit. Das wird dem Westen eines Tages zu teuer, man beschließt abzuziehen. Ja, und alles, was man aufgebaut hat an Staatssimulationen, fängt dann wieder an zusammenzubrechen. Dann sagt der Westen, dann gehen wir wieder rein, erhöhen unsere Truppenpräsenz und wir genau das Gleiche erleben wie davor. Warum lernt man halt nicht eher, fragt man sich dann. Und es kann sein, dass irgendwann der innere Stabilisierungsdruck entfällt, den eine Diktatur ermöglicht. Eine Diktatur hat einen festen Zugriff zur Gesellschaft. Dann funktioniert vieles. Aber es funktioniert deswegen, weil es erzwungen und aufgegeben und durch Repression abgesichert ist. Fällt die Diktatur, fällt der Staat auseinander. Musterbeispiel aus der Gegenwart Libyen. Seitdem die Gaddafi-Diktatur nicht mehr da ist, zerfällt dieses Land in rivalisierende Stämme. Was man mit einiger Vernunft vielleicht davor auch schon hätte erkennen können, und gar nicht wenige Politikwissenschaftler haben davor gewarnt, sich dort so zu verhalten, wie man sich verhalten hat, nämlich durch Regimesturz. Achtung, das alles, was ich gesagt habe, ist zwar plausibel aus guten Gründen, aber die Zusammenhänge sind komplexer, als ich sie jetzt dargestellt habe. Es gibt in diesem ganzen Bereich ohnehin nichts wirklich Einfaches, sondern bloß Kompliziertes, das man aber auf Anfangsniveau nicht so komplex darstellen kann, wie es eigentlich ist. Kommen wir zu einigen abschließenden Einsichten. Staatlichkeit entsteht überhaupt nur aus dem Zusammentreffen von sehr speziellen Vorbedingungen, die keineswegs überall verfügbar sind. Sodass das, was an politischem System wird, in der Regel von vornherein vom Scheitern bedroht ist. Dass also Verfallsgeschichten von politischen Systemen nicht die Ausnahme sind, sondern die zu erwartende Regel. Staatlichkeit ist außerdem keine universell anwendbare politische Ordnungsform, sondern hat Alternativen. Ob die lebensfähig sind und wie lange, ob sie längere Überlebenschancen haben als der westliche Staat, der inzwischen einige Jahrhunderte überdauert hat, das ist eine offene Frage. Chinesen würden sagen, ja selbstverständlich, auf Harmonie und konfuzianisch verstandenen gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgehende Staatlichkeit kann man sich verlassen. Wir hatten nur dann Schwierigkeiten, als wir westliche, schrägstrich sozialistische Ideen uns anverwandeln wollten. Seitdem wir wieder begreifen, was zu uns Chinesen passt, geht es wieder aufwärts.
Das Problem ist, wir kennen bislang nur die traditionellen Formen von Staatlichkeit und Reichsbildung und so weiter und wissen nicht, was von ihnen auch künftig akzeptabel oder wirksam ist. Wenn sie noch mehr Staaten Atomwaffen zulegen, mit Führen der Bizarrheit des nordkoreanischen Anführers. Wir wissen nicht, wie unter Migrationsdruck freiheitliche Gesellschaften funktionieren, ob sie auseinanderfallen. Wir kennen nur das Bekannte, logisch. Aber jetzt geht es ins Unbekannte. Fazit: Das Scheitern von Staaten ist keine Abweichung vom Normalfall, sondern vermutlich das Ende einer geschichtlichen Ausnahmesituation. Das wiederum heißt, es ist in Zukunft wesentlich mehr Wandel zu erwarten als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit wurde sozusagen schrittweise nach dem westlichen Modell etwas aufgebaut und verfestigt und ausziseliert. In der Zukunft sollten wir uns einstellen auf das Zerfallen dieses Staatstyps. Und in Afrika auf die Übernahme des chinesischen Staatsmodells, das rechtzeitig zu studieren begonnen werden sollte. Wenn das so stimmt, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, aber es gibt gute Gründe anzunehmen, dass diese Vermutungen stimmen, dann sind bereits die normativen Grundlagen unserer internationalen Ordnung brüchig, denn die beruht auf der Fiktion, dass es überall souveräne Nationalstaaten gibt, die ihre Territorien auch verlässlich kontrollieren. Nachdem die internationale Ordnung jenes überbettende System ist, in dem alle konkreten politischen Systeme agieren, bleibt das brüchig während der internationalen Ordnung natürlich nicht folgenlos für die innerstaatliche Geschichte. Dadurch aber kehren Probleme zurück als aktuelle Herausforderungen, die man, wenn man unaufgeklärt ist, als geschichtlich überwunden ansieht. Dann kommt dieses selbstgefällig besserwisserische Argument, naja, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Wir haben doch gelernt, dass. Naja, vielleicht lernen wir, dass die Welt, die wir zu verstehen gelernt haben, am Versinken ist. Ja, wir sehen heute schon die Bildung von Protektoraten, von Reichen. Wir stellen uns ein auf langfristige Zusammenarbeit von wenigen freiheitlichen Staaten mit vielen Diktaturen, und zwar ohne Versuche, die Demokratie zu exportieren, weil wir dankbar sind, wenn wenigstens Diktatur funktioniert. Wir versuchen uns irgendwann gegen nicht beseitigbares Lams der Weltpolitik abzuschotten, was wahrscheinlich nicht gelingen wird. Wir sind hier im Bereich der Migrationspolitik im Übrigen und ziehen am Schluss die folgenden Folgerungen. Die vorrangige Aufgabe, die wir haben bei politischem Wandel, ist es, weniger gescheiterte Staatlichkeit wiederherzustellen, als Möglichkeiten zu finden, mit Weltgegenden zurechtzukommen, in denen es keine Staatlichkeit gibt, in denen Staaten so schlecht funktionieren, dass zentrale Güter von Staaten eben nicht mehr erfüllt werden, dass zentrale Staatsleistungen ausfallen. Die gute Nachricht ist, dass dieses Problem wohl kleiner ausfällt, als es zunächst erscheint, weil Staatlichkeit ist kein Entweder-Oder, sondern hat viele Übergangsstufen, sodass wir traditionelle Probleme zu lösen haben und da wissen wir dann einfach viel, wie man sie lösen kann. Entstaatlichung muss auch nicht zu sozialer Unordnung führen. Ganz im Gegenteil scheint die Errichtung eines westlichen Staates dort, wo keine Nachfrage nach ihm besteht, kein Bedarf für ihn besteht, viele Probleme überhaupt erst zu erzeugen, die man dann anschließend zu lösen versucht, ohne sie tatsächlich lösen zu können. Und obendrein brauchen viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse ohnehin keinen staatlichen Ordnungsrahmen vor Ort. Solange Technik irgendwo produziert und gewartet wird, solange irgendwo eine stabile Währung ist, in die man in anderen Staaten auch bezahlen kann, solange irgendwo Gerichtsbarkeit für Unternehmen da ist, braucht man sie nicht vor Ort. Man kann mit den verfügbaren gesellschaftlichen und finanziellen Strukturen große Teile der Welt ohne jegliche Staatsmacht auch kontrollieren. Und wann immer man noch ein paar Ausputzer braucht, stehen so internationale Organisationen, Rotes Kreuz, Welthungerhilfe, UNICEF, Weltflüchtlingshilfswerk mit ihren Ressourcen zur Verfügung. Das alles ist nicht schön, zeigt, dass wir weiterhin in einem Prozess von Versuch und Irrtum sind, zeigt aber, dass wir die Sache mit der Entwicklung politischer Systeme ernst nehmen sollten. Die Entwicklung ist nicht am Ende, wir stecken mitten in ihr drinnen und wir sollten das uns aus der Gegenwart Selbstverständliche niemals für selbstverständlich nehmen. In diesem wenig tröstlichen Sinn, alles Gute, bis zur nächsten Woche.